Ja, das ist auch nicht einfach. Jetzt müssen wir nämlich den Elway schnappen. Aber wenn wir den haben, kommt auch die Unidad. Aber ich kenne da Trick 17. Aber erstmal müssen wir den Computer hacken, damit die wissen. Damit wir wissen, was die wissen. Das sind Gegner. Hier ist ein Sicario. Dicht am Geschütz. Ja, von mir aus. Kriege ich einen Heli hier hinten? Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Natürlich mitten in der Mine. Hätte mir klar sein müssen. Shit. Können wir uns irgendwo hin teleportieren? Nee. Nichts näher dran. Gehe ich mir eben den Heli holen. Sehr eingeschätzt, Tom. So, der Heli steht da. Alles gut, alles sauber. Wir haben Gesellschaft, bleibt wachsam. Gut. Runter, die werden dich sehen. Ist mir egal. Ist mir wurscht. Hey Boys. In der Nähe treiben sich Gegner rum. Wir spinnen perfekt. Da reinzugehen, dafür zahlen die nicht genug. Du kriegst doch Spinnersold. Das ist dreimal mehr als der Kampf sollte, oder? Aber die Therapie musst du selbst zahlen. So, niemand hat was mitgekriegt. Zumindest so lange, bis der Heli explodiert. Unten steht einer. Draußen patrouilliert einer. Ich glaube, damit das schneller geht. Geh in Position. Brauche neue Position. Mach ich mal was, was ich sonst nicht so viel mache. Moment, sicher eine gute Schusslinie. Und zwar nutze den Sync-Shot. Bereit für den Angriff. Das ist sonst recht selten. Ziel verloren. Wer hat denn sein Ziel verloren? Halt, die werden dich sehen. Sehr im Geschützturm. Hier sind Lichtpaneele. Ach, warum guckt er denn nicht da drüber, Mann? Kann ich dadurch? Nee, auch nicht. Hier vielleicht? Ja. So, wir haben zwei Leute, die was gehört haben, kommen aber nicht hierher. In der Zeit können wir weiter hinten aufklären. Und dort, hier steht der Laptop. Ist nicht reingerendert jetzt, oder da? Ist nicht reingerendert, aber der steht da. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend. Ich habe hier ein paar Lichtpaneele. Hier sind Suchscheinwerfer. Ich sehe 10. Okay, bin unterwegs. Schusslinie in Position. Hab das Ziel auf sein Zeichen bereit. Ziel in Shit. Sie haben eine Leiche gefunden. Wer hat eine Leiche gefunden? Oh, der da unten. Der Hauptmann entkommt. Deckung! Oh, was eine Scheiße. Verdammt. Was haben die denn für eine Reaktion? Meine Güte. Ich dachte, ich kann jetzt hinter ihm runterhüpfen und ihn dann im Nahkampf ausschalten. Es war ein Trugschluss. Kommt mich mal bitte jemand wiederbeleben. Wir müssen hier weg. Hallo Leute. Danke, dass du dich hier teleportiert hast, Snake. Scheiße nochmal. Weißt du was, ich lasse? Ich lasse die. Nachladen wäre vielleicht mal nicht schlecht. Ah, die stehen alle da vorne, das ist gut. Kriegen wir hier Gesellschaft? Sieht nicht so aus. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Ahora, mantengan la búsqueda.
Okay, die gesamte Basis ist jetzt in Aufruhr. Und dauert das Ganze noch einen Tick länger. Jetzt kommen die hierher. Ich muss da hinten hinter die Barrikade. Okay, es ist alles gut. Oh. Okay, das ging flott. Nicht damit gerechnet, dass die so schnell die Suche aufgeben. Ja, steigt mal wieder ein, Jungs. Hier gibt's nichts zu sehen. War da hinten nicht auch mal einer drin? Ich sehe eine montierte Waffe. Ah, da kommt der, der da drin war. So. Also ihn noch nicht vergessen. So, hat dieser Heli hier... Ja, hat er. Raketenbestückung. Wie es scheint, hat die Unidad einen Sender in Elways Auto. Dann sollten wir vor denen bei ihm sein. So, und jetzt Trick 17, von dem ich erzählt habe. Der Elway fährt hier lang und er fährt zufällig genau dort vorbei, wo wir ihn abliefern müssen. Und mit diesem Wissen... Ich bin der Pilot. Du hättest mich fahren lassen sollen. Kann man ganz gechillt auf ihn warten. Alles okay, alles okay. Das Schwierigste werden die Unidad-Streitkräfte sein. Aber man kann sich da ja gut vorbereiten. Wenn man weiß, wo er lang fährt, kann man schon mal die Rebellen rufen. Ich hoffe, dass die den nicht abknallen. Das wäre echt schlecht. Wenn die Rebellen auf den schießen würden. Legen wir da C4 hin. So, hier ungefähr. Hab das C4 scharf. Ah, 2. Ah, lieber 1 nur. Will ja nicht, dass die Karre direkt in die Luft geht. Ein C4. Ladung ist scharf, in Position. So. Dann ein Auto. Am besten ein gepanzertes. Ein gepanzertes Auto. Wo haben wir denn? Panzerradlader, Tankwagen, Traktor. Ich habe einen gepanzerten Lastwagen. Was ist er denn? Panzerter Buggy. Meine Güte, was ist er denn? Panzerter Radlader. Hä? Bin ich schon wieder? Ah, das ist er doch. Selbstgepanzerter LKW. Hier ist euer Kampfwagen, Amigo. So, weit ist er noch weg? Noch einen Kilometer. Sorry, keine Zeit für Unidad. Hier ist alles sauber. Ich fahre. So. Da stecken wir ihn dann rein und fahren da runter. Falls Unidad dabei ist. Oh, ich rufe mal hier noch ein bisschen ein paar Rebellen her. Nur zur Sicherheit. Hier Ablenkung und Verstärkung. Ich habe Pakatari um Verstärkung gebeten. Es laufen natürlich die ganzen Rebellen da vorne rum.
Würde ich ja besser mit der Sniper auf die auf das Auto schießen. Sonst sterben die Rebellen auch. Lalalala. Ich kann Elway sehen. Ah, die Uni, das ist hinter ihm her. Wo ist er? Wo ist er hin? Da. Immerhin kommt die Professionalität. Sauber. Alles Paletti? Ernsthaft? Ernsthaft? Oh Mann. Alles perfekt geplant und dann vom explodierenden Auto gekillt. So, nochmal bitte. Hätte ich den gar nicht gebraucht, den gepanzerten LKW. Aber jetzt haben wir ihn hier, dann benutze ich ihn auch. Ich kann ihn nicht verstauen. Hier. Ja, kommt die Unidad. Geh schon, ich komm nach. So, wunderbar. Mission erledigt. Mr. Elway, Sie sind wirklich verdammt hässlich. Jo. Ha, 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 Chingado. So, perfekt. Und Stufenaufstieg. Nice. Tier 5. Ein LVAC Bad News. Hab mal gelesen, die wäre gut. Aber ich glaube, die ist nicht besser als meine. Oder gab es einen Bug mit der? Keine Ahnung. Ich will es mir nur mal angucken, wie es aussieht. Hm. Was kann die so? Oh, sieht ganz nett aus, aber pff. Ich bleib bei meiner. So, nächste Mission. Dann jetzt den Minenarbeiterstreik. Der auch wieder relativ lang geht. Wir sind im anderen Gebiet. Ne? Nee. Wir könnten LVA schon wieder machen. Oder wir machen was ganz anderes. Und zwar. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Ich weiß nicht mehr. Drogenkurierärzte. Das geht schnell. Der Chemiker. Quinoa-Fabrik. Na komm, ich bleib lieber in dem Gebiet. Soweit es geht. Ladebildschirme vermeiden. Komm, machen wir das eben. Oder ich mache jetzt erst den Minenarbeiterstreik. Einfach nur der Abwechslung wegen. Reden Sie mit dem Gewerkschaftsführer in Villa Verde. Vielleicht bringt er die Minenarbeiter ja von der Pyrolysit-Förderung für das Kartell ab. So. Denn Ladebildschirme, die dauern manchmal länger, als es dauern würde, einfach schnell hinzufliegen. Huch. Tango getroffen. Es war kein Tango, es war ein Rebell. Egal. Ja, die sind ja, wer das Spiel schon durchgespielt hat oder weiß, wie es endet, weiß ja, dass es Rebellen auch irgendwann mal Tangos werden. Dum 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 dum. Das ist eine legale Coca-Farm. Also kriegen wir hier legal Coca? Ich meine, gegen die Höhe? Ich krieg kaum noch Luft. Lass die Finger vom Coca. Ihr wisst doch, wenn wir wieder nach Hause kommen, müssen wir als erstes in den Becher pinkeln. Aber die Höhe. Ich kriege kaum noch Luft. Halt's Maul.
Hier könnten Informationen sein. Der Gewerkschaftsführer. Unterhalten wir uns mit ihm. Guten Tag. Hey, ich will mit dir reden. Wir haben gehört, Sie wollen diese Santa Blanca-Typen loswerden. Por supuesto. Werde ich schon ein Sklave dieser Narcos sein. Wenn wir das erledigen, wären Sie dann bereit, die Minen aufzugeben? Pero no pueden. Sie können nicht alle Santa Blanca-Söldner im Land umbringen. Oh, doch. Ja, das vielleicht nicht. Aber wir können genug davon ausschalten, damit Sie Zeit bekommen, mit Ihrer Familie zu fliehen. Se lo agradezco mucho. Santa Blanca hat die Mine in San Marquesa übernommen. Erobern Sie die Mine. Und wir können uns befreien. Das werden wir tun. Jo. Wir setzen eine Markierung, damit Ihre... Und das ist mit unserem tollen Heli gar kein Problem. Hoffe ich.